Hier ist der Avram und ich reise dieses Mal zum nächsten Easter Egg mit euch hier in Just Cause 4. Und dazu werden wir einmal eine Reise erbitten mit der guten Fortuna. Ich fliege gerade hier vom Mond weg. Ja, wenn ihr euch die Easter Eggs alle angeschaut habt, werdet ihr auch sehen. Die Reise zum Mond. Bis später, in Just Rico. Cause 4. Mach ihn Feuer unter Marsch. So, jetzt muss ich mal gucken. Und zwar suchen wir dieses Mal eine Disse. Ah, ich sehe sie schon. Ich sehe sie schon. Ich sehe sie schon. Ich sehe sie schon. Da hinten ist sie. Und zwar ein cooles Easter Egg. Gleich sind wir da, gleich sind wir da, gleich sind wir da. So, da ist es. Und zwar für euch nochmal in großen Lettern The Mile High Club aus Just Cause 3. Den haben sie extra nochmal hierher gebaut, hierher gebracht. Und mal gucken, da gibt es dann sogar nichts. Sie ist gerade nicht da. Na gut, die kriegen wir gleich wieder, die gute Lady. Dann gehen wir mal rein. Partymusik. Da ist noch ein Easter Egg, hat mir mein Kumpel Arenas erklärt. Und zwar der Typ ist einer der ersten, der mit einem Greenscreen, mit so einem Anzug, ich weiß nicht nochmal, ja, da gab es irgendwie beim Meme dazu, mit so einem, wie geht so eine Aufnahme, Namensfindungsstörung, alles klar, auf jeden Fall cooler Beam. Von dem Typen Grünanzug, wo auch immer. Ihr könnt es ja mal in den Kommentaren reinschreiben. Vielleicht fällt euch ein, wo der Typ das erste Mal zu sehen war. Ah, genau, und da ist er, die Golferin. Die dann, wer weiß auch, wo immer ihre Golfbälle hinschlägt. Komm, schlag durch, Lady. Lässt sich Zeit. Und weg ist er. Oh, ich habe ihn, glaube ich, sogar fliegen sehen, eben gerade so ein bisschen. Naja, also, The Mile High Club aus Just Cause 3 in Just Cause 4. Hier werden keine Kosten und keine Mühen gespart, um ein Easter Egg reinzukriegen. So, damit bin ich auch schon wieder am Ende. Das war eins der kürzeren Easter Eggs. Viel Spaß, bis demnächst.